Als Königin Elisabeth II. Am 8. September verstarb, hinterließ sie nicht nur ihre Nachkommen, sondern auch ihre geliebten Hunde. Über die Jahre war sie begeisterte Züchterin der Rasse Corgi und hielt zeitlebens Dutzende der süßen Vierbeiner. Ihre zwei letzten Hunde, Mick und Sandy, vermissen ihr Frauchen sicher sehr. Und natürlich wird für die beiden auch nach dem Tod der Queen gut gesorgt. So dürfen die Hunde bei Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson einziehen, wie offiziell bestätigt wurde. Mick war tatsächlich ein Geschenk von Andrew und seiner Mutter. Sandy bekam die Queen von dessen Töchtern Beatrice und Eugenie. Die Vierbeiner kennen ihre neue Familie also schon richtig gut und werden sich sicher schnell bei Andrew und Sarah einleben. Zu Lebzeiten hatte die Queen tatsächlich Sorge, von ihren Hunden überlebt zu werden und sie zurücklassen zu müssen. Deshalb hörte sie auch die Hundezucht auf. Ganz auf die süßen Fellnasen konnte sie jedoch nie verzichten.